Hallo, herzlich willkommen zu Top in Heels, Vienna's First High Heels Academy. Mein Name ist Marie-Christine Scherze und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn ich verrate dir heute Tipp Nummer 1 von meinen 5 Tipps, die ich für dich habe auf High Heels. Und der erste ist der allerwichtigste, nämlich unsere Basis für alles, nämlich unsere Körperhaltung und der Haltungsaufbau, der richtige. Dazu stelle ich bitte in circa hüftgelenksbreitem Stand hin. Deine Zehenspitzen zeigen dabei leicht nach außen. Die Knie sollten sehr entspannt sein, das Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt. Und von hier hebst du dich über das Brustbein, richtest du dich auf, entspannst deine Schultern, ganz, ganz wichtig. Lass die Arme locker hängen und hab immer das Gefühl, es zieht dich etwas hier nach oben. Also immer diese Tendenz, auch das Brustbein zieht schräg nach vorne oben. Dadurch bekommst du eine sehr breite, sehr aufrechte und sehr bewusste Haltung. Und darum geht es, dass du selbstbewusst wirkst und mit einem guten Stand, dann kann es natürlich losgehen, dann schreiten wir voran. Das heißt, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben einen hüftgelenksbreiten Stand, Zehenspitzen zeigen dabei leicht nach außen, die Hüften sind locker, die Knie nicht ganz durchgedrückt, sondern etwas leicht gebeugt, das Brustbein gehoben, die Schultern entspannt und locker und du ziehst dich weit nach oben. Und damit kommen wir dann zu den nächsten Punkten, wo wir uns mit dem Gehen, mit dem Schreiten, mit dem Posen, Walken, allem befassen. Dazu schau einfach auf unseren YouTube-Channel oder auf unsere Facebook-Seiten, auf unsere Webseite oder besuch uns direkt hier im Loft 25 in Vienna's First High Heels Academy. Ich freue mich auf dich und gemeinsam werden wir top in Heels.